Sturm kämpft in dieser Begegnung darum, nicht unter den Strich zu fallen. Für den LASK ist es der letzte Hoffnungsschimmer, doch noch ranzukommen. Aber dazu wird es einen vollen Erfolg in allen drei Spielen brauchen. Und da ist der Auftakt bereits gelegt. Dafür Keito Nakamura mit dem 1:0 für Simon Strasser. Nico Felgicer muss den ersten Verlusttreffer hinnehmen. 15. Minute, Fusini auf Ayeti. Der geht bei der Verteidigung vorbei. Rechtes unteres Eck. Und da steht es plötzlich 1:1. Schönes Tor, gut abgeschlossen, alles wieder offen. Alles offen ist auch nach 55 Minuten angesagt. 3:3 steht es mittlerweile. Ljubicic mit dem Ball im Strafraum. Balic mit dem Führungstreffer. 4:3, 7 Tore nach knapp 55 gespielten Minuten. Weiter geht's in Minute 81. 4:3 nach wie vor für die Linzer, aber Sturm in Ballbesitz. Janča auf Hirländer und der gleicht aus, knapp vor Schluss, 82. Minute, 4:4. Was für ein torreiches Spiel, bereits 8 Tore hier gefallen. Mehr werden es dann auch nicht mehr. Ein Punkt für den LASK, einer für Sturm. Beide Teams wollen natürlich mehr, beide Teams brauchen mehr. Marcel Martinelli gegen Alex Becker heißt das zweite Spiel. Wir steigen ein in die 18. Spielminute. Prass mit dem Zauberschuss. Wir schauen uns den gleich nochmal in der Wiederholung an. Aber das 1:0 durch den Spieler mit der Macht auf Seiten der Grazer. Was für ein Tor. Ball dreht sich unhaltbar in die Maschen. 38. Minute. Lupfer auf Emega. Goli kommt raus. Da gibt's das 2:0. Schön abgeschlossen von Marcel Martinelli. Alles läuft nach Plan. Diese Punkte braucht Sturm selbstverständlich. 3:2, etwas knapper dann in Minute 77. Balic in Ballbesitz, rennt rein aufs Tor zu. Und da gibt's den Ausgleich. 3:3. Der LASK lebt nach wie vor. 90. Minute jetzt angesagt. Schneck. Böwing. Gibt's den Pass auf Ayeti? Abgespielt. Janča. Siegestreffer. 91. Minute. Und da fällt der Marcel Martinelli ein Stein vom Herzen. Wichtige 3 Punkte für Sturm. Auch in diesem Spiel gibt es 7 Treffer. 4:3. Damit geht's in Spiel Nummer 3. Phil Gutmann gegen Fabian Wild. Da muss natürlich mehr kommen vom LASK. Fabian Wild wird sich aufbäumen gegen den Grazer Kapitän Phil Gutmann. Kuluris, 6. Spielminute, 1:0 für die Linzer. Und da schaut der Phil Gutmann ganz, ganz bitter und böse drein. Der möchte natürlich die wichtigen Punkte für sein Team holen. Jetzt steht es erstmal 0:1. Dann die 14. Minute, Emega auf Stankovic und dann Fusini. Und dann gibt es leichte, ja, ein bisschen Chaos hier. Emega verliert den Ball auch nicht. Legt zurück auf Fusini und der kommt irgendwie zum Abschluss. Ausgleich, 15. Minute, 1:1. Fusini kommt hier relativ frei zum Schuss und findet die Lücke. 2:1, 62. Minute und Sturm nach wie vor in Ballbesitz. Emega, aber was für eine Parade vom Schlussmann. Der Linzer, aber 11 Meter und der wird vergeben. Es bleibt beim 2:1. 2:2 steht es dann in Minute 88. Anselm in den Strafraum, der Grazer. Und dann ist es Flecker mit dem Führungstreffer. Wenige Augenblicke vor Schluss. Phil Gutmann alles andere als glücklich. Jetzt wird es natürlich eng mit den 3 Punkten. Das wird nichts mehr. 3 Punkte für den LASK. Beide Teams mit 4 Zählern.